So Leute, wir sind wieder zurück mit unserem Lexus bei den letzten zwei Rennen. Wir gehen direkt wieder in den Hinterhalt, denn die Polizei möchte noch eins auf die Nase, damit sie eine blutige Nase bekommen, so wie es hier steht. Und danach noch ein schönes Rundkursrennen. Und dann haben wir auch schon den Lexus abgehakt. Wir haben zum Schluss des letzten Partes einfach das Sprintrennen auf schwer dann doch noch gerade so geschafft. Auf dem dritten Platz war echt ein hartes Stück Arbeit, war aber schon wieder geil. Ist natürlich wieder ein geiles Glücksgefühl gewesen. In der letzten Kurve den einen Dödel noch überholt. Oh, das war's vielleicht schon. Richtig geil noch überholt. Und dann mit dem letzten aufgesparten Noss noch abgehauen. Richtig nice gewesen. Richtig gut von mir. War es das etwa schon? Alle Code-3-Einheit, bin an letzter bekannter Position. Kein Kontakt zum Verdächtigen. Ah? Der sieht mich doch wohl hier nicht. Yes, wir haben einfach alles gekriegt. 1:06. Ich glaube, das war auch unser Rekord, ne? Das ist einfach doch neuer besten, ganz ehrlich, das letzte Mal haben sie mich gekriegt. Es ist einfach manchmal so abhängig, ob man einfach mal Glück hat. So, ist natürlich jetzt die Frage, Rennreifen draufziehen oder Gelände? Man weiß halt nicht, was das nächste Rennen ist. Von daher würde ich erstmal sagen, wir hauen erstmal diese Rennreifen, Rennreifen drauf. Dann hauen wir natürlich noch das Reifenreparaturset, ne, das brauchen wir dann natürlich nicht. Das überspringen wir. Und das Leichtbau-Chases hauen wir auch mit rein. So, und dann hoffe ich mal, dass das letzte Rennen hier irgendwo in der Nähe ist. Und es sind 9,3 Kilometer. Okay, also so weit weg war, glaube ich, noch kein anderes Rennen. Von daher bin ich völlig in die falsche Richtung abgehauen. Also hinter einem Schild so einen fetten Pfeiler hinzutun, das ist ja wirklich schon, da braucht man ja ein Schild für den Pfeiler vor dem Schild, ein Warnhinweis, oder? Da ist er wieder. So, 8,1 Kilometer auf dem Highway. Ja, 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 ich verloren, du hast mich nie gefunden. Blitzer! Blitzer umgenietet. So. Ey, krass. Auf dem Highway ist man echt verdammt schnell. Einfach richtig nice. Noch 6 Kilometer Highspeed durch diesen wunderschönen Tunnel. Tja, mit 670 Sachen fährt man aber auch nicht auf der ganz rechten Spur. So gewisse Aspekte sollte man im Leben gelernt haben. Immer auf der Überholspur heißt es doch immer. Immer links. Ich bin echt gespannt, was das jetzt für ein schönes Rundkursrennen wird. Wir kennen es noch nicht. Von daher könnte es sein, dass der ganze Part jetzt damit gipfelt, dass wir jetzt versuchen, hier irgendwie unter die besten drei zu kommen. Den Betonfeier haben sie aber auch wirklich ungünstig gesetzt. Sehr ungünstig. Kilometer. Der ist aber auch gerade voll. Immer dieser Feierabendverkehr. Mann ey, jetzt fahr doch mal zu. Und er fährt einfach immer links hier. Immer. Man hat wie viel? 45 Sekunden oder so pro Überholvorgang. Mehr nicht. Ansonsten ist es seine Pflicht, sich wieder rechts einzuordnen. Du Hampelmann. Ja, das gehört auch mal dazu. Das Dampf ablassen beim Autofahren. Meine Güte. Das ist aber wirklich am Arsch der Heide, dieses Rennen. Aber gleich, gleich haben wir es geschafft. Oh, Herr Polizeiminister. Der Polizist ist über alle Berge.
Langes Getriebe Pro. Jetzt haben wir's. Das hauen wir auf jeden Fall noch rein. Wenn wir es schon mal haben. Reifen, bla bla bla, Getriebe. Yeah. Zack. Ja. Gleich dazu noch ein Hupen-Upgrade bekommen. Das ist immer das Geilste. Das kriegt man immer mit dazu. Irgendwann hat man so eine Tracker-Hupe. Ist das echt hier oben? Das Pangasius-Filet, hier waren wir aber schon. Hier waren wir schon mal und ich habe das Gefühl... Ne, hier sind die meisten Hinterhalt-Missionen gestartet, ne? Wo man da hinten runterspringt. Okay, das heißt, kurzes Intro-Filmchen, was wir noch nicht kennen. Import Duty. Ich bin gespannt. Ich lasse mich mal überraschen, was das hier wird. Okay. Es geht los. Nicht besonders spektakulär, aber ganz ehrlich, das Rennen wird wahrscheinlich richtig nice. Und allein dieses Schild habe ich schon nicht umgefahren. Das heißt, hier waren wir noch nicht so oft. So, aber das habe ich schon mehrmals umgenietet. Oh oh. Das wird eng. Da haben wir die Antenne noch oben umgeknickt. Geh weg. Geh weg. Yes, Takedown. Warum denn das jetzt? Komm, ich dachte, er battelt ein bisschen. Oh, Hep. 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 Und yes. Geil. Das gefällt mir schon. Richtig schön auf Hochspeed getrimmt. Okay. Geländereifen wären dann doch gut gewesen. Oh, Leco Mio. Ich wollte driften. Karre der Hölle. Hui. Din, 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 din. Beep, 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 beep. Ihr könnt rasen, doch ihr könnt nicht gewinnen, denn ich bin schneller. Schneller tot. Schneller als der Tod bin ich tot. Meine Herren. Aber wir haben noch eine Runde, also ich kann noch ganz viel crashen. Alter, 120, ich komme nicht weg. Wir müssen eindeutig die Geländereifen drauf machen. Also, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Digga, kann ich die eigentlich jetzt noch wechseln? Ey, Modifikation. Reifen. Gelände. Yes! Ey, man kann sogar im Rennen die Modifikation wechseln. Okay. Also, da könntest du ja wirklich hier super schnell wechseln. Also, wo du gerade bist. Jetzt auf Straße Rennreifen und dann im Gelände die anderen. Das wäre natürlich richtig nice. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen zu lahm unterwegs. Und kenne mich dann mit der Menüführung doch nicht so gut aus. Sorry, man. Aber ich brauche den Boost. Oh, die Rakete startet. Jetzt. Alter. Ja, jetzt sind wir auch im Gelände schnell unterwegs. Alter, das Rennen ist geil. Das gefällt mir. Ja, ja, du mit deiner Spritztour. Was, du hast den Kontakt zu deinem Verdächtigen verloren? Was bleibt dir da noch im Leben? Yes, Geländereifen Pro. Könnte man theoretisch jetzt noch draufhauen, ne? Bin ich gerade richtig? Ich habe das Gefühl, ich bin falsch. Nitro Brenner Pro. Ich bin völlig falsch. Müssen wir nochmal mal. Irgendwie bin ich gerade falsch abgewogen. Modifikation, aber da gucken wir erstmal. Wir haben die Geländereifen Pro drauf. Ja, ja, ihr habt gewonnen. Das... Was gibt's daran nicht zu verstehen, dass ich gerade hier mein Modifikationsmenü bin? Modifikation. Haben wir die Reifen jetzt drauf? Die haben wir drauf. Dann machen wir den Nitro Brenner. Den haben wir rein. Verstärktes Traces. Ich glaube, die lassen uns jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen einfach mal das Rennen jetzt wiederholen. Hatten wir noch irgendwas anderes gerade bekommen? Getriebe. Serie, bla bla bla. Nee. Okay. Event neuer Versuch, yes. Okay, also die Menüführung ist schon geil gemacht, ganz ehrlich. Du kannst wirklich während des Rennens, kann man da zwischen den Dingern rumswitchen. Aber ist nicht so einfach, also das ist wirklich nochmal eine Herausforderung. Aber lässt natürlich extrem viel Spielraum.
um während des Rennens wirklich nochmal den Wagen optimal auf den Untergrund anzupassen. Finde ich nice. Eine geile Idee. Und wurde mir so nie gesagt, dass das jetzt geht im Rennen. Holla die Waldfee. So, wo bin ich hier gerade falsch abgebogen? Aha, einfach nur geradeaus durch. Da war der Fehler, okay. Und dann fahren wir hier unten lang. Oh, da war ich doch gerade. Also irgendwie war ich doch dann wieder richtig auf dem richtigen Weg. Es könnte allerdings daran liegen, dass die Polizei mich hier runtergerammt hat. So, genau, jetzt ging es hier links rum und jetzt irgendwie wieder links, ne, in Dreck. Hopp. Und erstmal schön aufs Game. Jawohl, die betteln sich, alles gut. Solange sie mich in Ruhe lassen. Fuck. Alter, ich bin das letzte Mal gecrashed. Da war irgendwo so ein kleiner Betondotz an der Seite. Der ist gefährlich. So, zweite Runde wissen wir schon. Die Polizei will mit Runden fahren. So gut die Reifen auf dem Gelände auch sind, auf der Straße fahren wir dann doch schneller. Ist auch erstaunlich, mit den Geländereifen komme ich ein bisschen besser klar, weil ich auf der Straße besser drifte. Man hat nicht so viel Grip und damit kann ich besser meinen Nos aufladen, von daher bin ich da manchmal schneller. Naja, das mit Nos, das hat er gerade besser rausgehabt. So, Putzilei. Wo ist er da? Rakete startet! Zentrale, ich wurde von einer Gruppe Radar überholt. Vermutlich sind die am 40, over. Weg mit dir! So, hier ein bisschen nach rechts springen. Nicht so direkt, da kommt sonst diese Betonwand. Okay. Ach, komm jetzt rum. Und wieder auf die Straße. Geil! Ey, das Rennen ist geil. Auch, dass in der zweiten Runde die Polizei dazukommt. Das gefällt. Ich hoffe, das Rennen haben wir mit anderen Autos nochmal. Ja. Am Führenden, hä? Der führt euch hier schön an der Nase rum, der Führende. Yes! Ja, mit meiner scharfen Karre mache ich eine schöne Spritztour. So, ja, bremsen, da ist manchmal irgendwas im Weg. Undefinierbare kleine Betonklötze. Alter, diese Sprünge manchmal. Völlig unkoordiniert. Ah, die Bahnschienen, die bremsen ordentlich aus. Alter, die Strecke ist geil, die ist doch richtig nice. Und wie unsere Karre jetzt einfach schon dreckig und abgemurkst aussieht. Ebenso auf Hochglanz poliert und jetzt einfach nur reif für die Schrottpresse. So, jetzt darf ich mich nicht überholen lassen, hier letzte Kurve. Nosolus und reines Ziel. Import Duty, kurzes Getriebe und das Aero Karosserie Kit. Geil. Richtig, richtig nice Strecke. Gefällt mir richtig gut, muss ich echt sagen. Ja, komm, ist egal, ob wir es jetzt reinhauen oder nicht. War sowieso das letzte Rennen. Oh, wartet mal. Nein. Ach, Mist. Am liebsten würde ich dieses Schild da noch mitnehmen. Alter, das ist, wenn man den Elchtest nicht besteigt. Ja. Und das ist, wenn man kurz davor abbremst. Auch noch ein Schild. Hier waren wir echt nicht so oft, ne? So, jetzt könnt ihr euch ganz genau angucken, wie ich da komplett zerstört dastehe. Ich will jetzt dieses eine Schild. Die Polizeigewalt heute, ne? Wie konnte er das bitte überleben? Schade, das Schild ist weg, ne? Oder? Nee, da. Ach, das zählt. Okay, es hat gezählt. Hui. Da ist ein Auto. Da steht doch ein Auto. Da links müsste es jetzt eigentlich. Den haben wir noch nicht. Muss man bestimmt kaufen. Ne, jetzt den Wagen wechseln. Wir haben einen neuen Wagen gefunden. Also hier in der Gegend waren wir echt noch nicht so.
Hier könnten wir echt mal ein bisschen rumgucken. Aber ich glaube, hier ist auch nicht mehr. Das sieht erstmal größer aus, als es im Endeffekt ist. Ich gucke nochmal hier links rein. Hier, das kann man auch noch mitnehmen. Gibt ja auch noch ein paar Punkte. Doch, hier, haben wir auch noch ein Auto. Schönen Lamborghini. Ist eigentlich ein geiles Gelände. Alter, wie viele Karten stehen denn hier? Okay, also hier war ich echt noch nicht so ausgiebig unterwegs. Da ist auch noch ein Schild. Die 500 Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. So, am liebsten würde ich echt noch die letzten zwei Blitzer finden hier in der Welt. So, den Lexus. Das ist ja den wir ja gerade haben. Nur halt in neu. Ganz ehrlich, wer kauft sich heutzutage noch neue Autos? Völliger Blödsinn. Ein Gebrauchtwagen reicht ja vollkommen aus. So, hier muss man so ein bisschen nach links springen, ne? Dann kommt man durch. Ja, okay. Und rammelt dann trotzdem dagegen. Okay, hätten wir das. Ich denke, hier haben wir alles. Das war der Lexus. Der Lexus LFA. Geiles Auto, hat viel Spaß gemacht. Jetzt geht's zu Marussia. Marussia B2. Keine Ahnung, spricht man das Marussia aus oder Marussia? Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall hat er ordentlich Leistung. Hat er ordentlich Leistung. Ist jetzt kein Geländewagen, vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung. Und ganz ehrlich, habe ich diese Marke noch nie gehört. Das hat aber nichts zu sagen. So. Nochmal den nächsten Aufstoßer provozieren. Sieht richtig nice aus, ne? Sieht schon nice aus. Okay, hat nicht so viel Leistung. Jetzt, wenn ich auch Gas gebe, da drehen die Räder nicht gleich durch. Oder es hat eine bessere Anfahrhilfe. Kann auch sein. Erstmal ganz kurz ein bisschen eingewöhnen. Perfekt. Reicht. Reicht. Krieg's nicht hin. Okay. Wir gehen direkt ins erste Rennen. Rundkursrennen, denn wir brauchen den Brenner. Cruise Control. Oh Mist, das wollte ich bei den Horrorspielen dann machen, diese Stimme. So heißt es nur Cruise Control. So. Ready, steady, fight. Ach, diese Karre vor uns. Wisst ihr das noch? Was war das für eine Qual? Okay, aber bei 230 uns beschleunigt noch ein bisschen, ne? So langsam und behäbig. Ja, die Strecke, die kennen wir natürlich hier wirklich schon zur Genüge. Alter, da war er wieder, der Rentner. Jetzt, was macht denn der hier bitte? Der hat gar nichts zu melden. Der hat die beschissenste Karre im ganzen Spiel. Da ist er wieder. Wie so eine kleine Scheißrausfliege. Siehst du, schon wieder ist er kaputt. So, sechste Position ist ja nix. So, Austin Powers. Sind wir eigentlich mit dem Auto schon gefahren? Ich glaube nicht, ne? Mit dem Austin Powers Auto nicht. Oh Gott, ich hatte gerade so ein bisschen Angst, dass wir irgendwie eine Rechtskurve verpasst haben. Eben noch groß geprahlt, da die Strecke kennen wir in- und auswendig und dann... Also dieses Dö-Dö-Dö-Dö sollte heißen, wir haben gerade die Kurve verpasst. So, die Farbe ist kacke. Naja. Rot. Da ist er wieder, dieser Rentner, ganz ehrlich. Der hat mich doch ins Navi eingegeben. So, zweite Runde, erster. Es kann nur einen geben, der das Feld hier anführt. Mit 202 Sachen in der Stadt geblitzt. Das ist auch nice, oder? Was er seinen Freunden erzählt. Ist eigentlich nichts zum Prahlen. Aber irgendwie ist doch cool. So, das ist Ziel. Okay, also bei der Karre braucht man wirklich noch ein bisschen Leistung. Ich glaube wirklich, dass die schweren Rennen da
Gerade von der Beschleunigung sind wir da sehr langsam unterwegs. Okay, Top-Platzierung, Platz 1. Dann hauen wir auf jeden Fall mal die Geländereifen. Ja, macht nicht so viel schlechte Aspekte aus, macht aber im Gelände extrem viel gut aus. Hauen wir auf jeden Fall rein. Und den Nitrobrenner, den sowieso. So Leute, ich würde aber sagen, ganz ehrlich, für diesen Part reicht es erstmal, denn eigentlich wollte ich in jedem Part immer ein Auto abschließen, aber dass ich das letzte Mal so gefailt habe mit unserem schönen Lexus, obwohl ich den eigentlich ganz nice fand, aber das Rennen war dann doch relativ schwer. So, Bugatti, ich hatte mal schon, kein, nicht mal ein Kratzer. Oh, ich würde so gerne wissen, wo diese letzten zwei Blitzer sind. Wenn es irgendwer weiß, schreibt es mal drunter in die Comments. Ich würde es wirklich sau gerne wissen. Ich würde es so gerne machen. Ich bin eigentlich sonst nicht so der Mensch, der irgendwie Spiele komplettieren will. Nur wegen irgendwelchen Auszeichnungen. Aber zwei blöde Blitzer, die hier irgendwo noch sind. Ah, doch, ich hatte es ja schon mal gesagt. Die werden wahrscheinlich beim Flughafen hinten sein. Stimmt, da kommt es mir gerade wieder. Ich hatte das Ganze, ich habe wieder dieses Problem schon mal thematisiert. Und es für mich selbst beantwortet, dass die Blitzer für mich gar nicht verfügbar sind, weil wir waren einfach schon überall hier. Wir waren wirklich schon überall. Okay, Leute, aber jetzt ist Schluss. Ich fahre hier noch ein bisschen meine Runden, weil ich das Auto gerade schön fit. Und es fährt sich so schön smooth. So mit 180, man kann immer noch ein bisschen NOS geben. Nicht so überdimensional schnell. Aber jetzt ist es ein bisschen auf dem Highway. Ist ganz angenehm. Also, bis zum nächsten Mal hier wieder zurück auf meinem Kanal. Euer Fanförde Franz mit Need for Speed Most Wanted.